Wechselt zum Handball. Vorgestern da sind Kadetten Schaffhausen und GC zum Playoff-Final gestartet. In einem enorm hart umkämpften Spiel haben sich Kadetten nur ganz knapp mit 30 zu 29 durchgesetzt und sind in dieser Best-of-Five-Serie 1 zu 0 in Führung gegangen. Heute da sind sich die beiden in Zürich im Spiel Nummer 2 gegenübergestanden. Die Startphase in der Zürcher Salzsporthalle war ebenso umstritten wie das Spiel vor zwei Tagen in Schaffhausen. 5 Minuten lang fielen überhaupt keine Tore, vor allem die Schaffhauser vergaben viele Chancen. Als Erste gingen die Grasshoppers in Führung. Der Koreaner Cha Won Lee war der Torschütze. Auch danach fielen nur wenige Tore, die Zürcher verteidigten jedoch ihren knappen Vorsprung. Hier ein schönes Tor von Konetznik zum 3:2. Mitte der ersten Halbzeit übernahmen aber die Schaffhauser die Initiative im Spiel. Savas Karipidis zur 6:4 Führung. Die Kadetten waren auf mäßigem Niveau eine Spur effizienter als GC. Das 10:8 von Rückraum Riese Stutzki war aber für eine Weile der letzte Treffer der Gäste, die gegen Ende der Halbzeit plötzlich nachließen. Dafür gelangen den Grasshoppers 5 Treffer hintereinander. Und nach diesem Tor von Branko Kokir führten sie bei Halbzeit mit 13:10. Eine Reaktion von Schaffhausen kam auch zu Beginn der zweiten Halbzeit nicht. Im Gegenteil. Der überragende Lee erhöhte per 7 Meter auf 16:11. Patrick Bleuenstein ohne Abwehrchance. Auch der Tempo. Die Grasshoppers verwalteten ihren Vorsprung geschickt. Auch Severin Brünker am Kreis hatte seinen Anteil daran. Sieben Minuten vor Schluss fiel durch den jungen Daniel Fehlmann das 25:19, die Vorentscheidung. Bleuenstein und seine Kollegen resignierten, GC siegte schließlich mit 26:22 und egalisierte in der Serie auf 1:1. Von den Kadetten wird am Freitag im dritten Spiel eine deutliche Leistungssteigerung erwartet.